Ja, vielleicht noch eine letzte Sache, die ein bisschen ausufern könnte. Man empfindet den Wald ja als harmonisch. Das habe ich jetzt schon mal irgendwo gesagt, aber das entsprechende Video ist erstens, also das, was jetzt kommt, habe ich schon mal irgendwo gesagt, aber das entsprechende Video ist uralt und haben auch gar nicht so viele Leute geguckt. Deshalb, zumindest für einige der neueren Zuschauer, wird das sicherlich neu sein, was ich jetzt erzähle. Dieses Harmonische, dass man das irgendwie als so zusammengehörend empfindet, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass die Welt hier friedlicher ist. Das Gefühl hat jeder. Das ist ausnahmslos. Kaum einer würde behaupten, oh Gott, hier bin ich total gestresst, hier geht es ja total wild zu und so weiter und so fort. Selbst in dem wildesten Urwald hat man nicht das Gefühl, dass es da irgendwie wild zugeht, weil, das tut es zwar, aber die Prozesse sind so unendlich langsam, dass wir das in unserem kurzlebigen Dasein, verglichen mit Baum, nicht unbedingt verglichen mit Gras, das ist ja noch gut. Gräser können auch extrem alt werden, wenn sie Rhizome haben, also die gesamte Pflanze, nicht der einzelne Halm. Die werden natürlich nur ein Jahr alt, aber oder mal zwei gibt es auch, aber in der Regel nicht so. Aber die gesamte Pflanze, das genetische Material, der Wurzelstock, wenn man den so nennen möchte, der kann uralt werden, zum Teil. Zum Teil. Egal. Trotzdem, wir sind relativ kurzlebig und wir nehmen die Zeit einfach ganz, 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 ganz anders wahr, als das zum Beispiel ein Baum tut. Kann man sich streiten, ob ein Baum die Zeit überhaupt wahrnimmt. Ich meine, ja, definitiv. Und da bin ich jetzt auch mit dem Wohlleben übrigens konform, der ja den Pflanzen, was weiß ich, was für Gefühle unterstellt. Aber das, welche vorhanden sind, da sind wir uns einig. Inwiefern das so abläuft, wie er meint, da bin ich mir nicht so sicher. Aber das ist einfach eigentlich ein schöner Aufhänger für das, was ich eigentlich sagen möchte. Diese Idylle im Wald, die auch der Wohlleben eben unterstellt, dass die Bäume gegenseitig aufeinander aufpassen, eben mit diesen Wurzelverwachsungen, mit diesem Untergrundnetzwerk, in dem, also ich muss mal ganz kurz erklären, worum es geht. Bäume sind in der Lage, Zucker vom einen Baum zum anderen Baum zu transportieren. Nicht nur Zucker, auch andere Nährstoffe, Hormone, Botenstoffe und so weiter. Ein Beispiel, wenn du da hinten den Baum ansägst, könnte es sein, dass der Stresshormone abgibt, die durch das Wood Wide Web, also dieses Wurzelnetzwerk, zusammen mit Mykorrhizapilzen übrigens, das gesamte Netzwerk besteht aus Pilz und Wurzeln, dass es eben durch dieses Netzwerk weitergeleitet wird bis zum Baum da hinten und der Baum da hinten dann schon weiß, oh Scheiße, da hinten sägt einer, ich muss Antisägehormone produzieren. Natürlich hilft das in dem Fall nicht viel. Ein besseres Beispiel wäre es der Borkenkäfer gewesen. Wenn der da hinten sich einbohrt, Achtung, Borkenkäfer, dann bauen die da hinten schon gleich mehr Harz und halten mehr Harz vorrätig, wenn der Borkenkäfer bei denen ankommt. Das wäre so eine Sache. Und das andere ist, das ist eben dieser große, große Knackpunkt, den man so oder so auslegen kann, dass die Bäume teilweise ihren eigenen Nachwuchs über dieses Wurzelnetzwerk mit Zuckerlösungen versorgen, damit der eigene Nachwuchs im Schatten der Altbäume überleben kann. Jetzt ist es noch nicht 100%ig sicher, inwiefern die das nur bei ihrem eigenen Nachwuchs machen, bei Bäumen der eigenen Art oder auch bei anderen Bäumen, die zur gleichen Waldgesellschaft gehören. Das könnte ich mir nämlich zum Beispiel gut vorstellen. Ist noch nicht so hundertprozentig untersucht. Das ist alles noch ein relativ junges Forschungsfeld. Es gibt da zwar schon einige Abhandlungen, das ist gerade auch extrem prominent, aber man muss da immer vorsichtig sein mit so jungen Forschungsergebnissen. Das kann sich relativ schnell nochmal sehr ändern. Aber worauf ich hinaus möchte, jetzt gibt es eben die Wald ist idyllisch-Variante, diese Wurzelverwachsungen zu sehen. Damit kann man dann quasi versuchen, Darwin zu widerlegen, der ja Survival of the Fittest, alle bringen einander um. Bumm. So hat das jetzt auch nicht gesagt. Das ist auch übertrieben, ihm zu unterstellen, dass das ein reines Mord- und Totschlagsystem wäre. Der besser angepasste setzt sich langfristig gegen die anderen durch. Das ist schon eher weniger radikal formuliert, eher das, was Darwin formuliert hat. Ich muss mal sein Buch lesen. Ich habe es ja in einer 200 Jahre alten Ausgabe. Ja. Das ist die eine Möglichkeit, eben durch diese Wurzelverwachsung zu sagen, nein, 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 das stimmt überhaupt nicht. Das ist alles viel harmonischer, wie der Darwin gesagt hat. Hier ist kein, man bringt sich gegenseitig um und am Ende überlebt der Stärkste. Sondern die passen ja gegenseitig aufeinander auf und der Starke hilft dem Schwachen. Kann man also deshalb sagen, okay, nö, dann stimmt das ja gar nicht.
dann ist das ja doch eine reine Idylle, dieser Wald. Und hier ist alles Bienchen, Blümchen. Nein, das ist was anderes. Aber ein ganz idyllisches Netzwerk, wo alles zusammenhängt und alle haben sich lieb. Das ist meiner Meinung nach aber immer noch Käse, weil eben diese Wurzelverwachsung auch so zu verstehen sein könnten, und das ist jetzt mein Interpretationsansatz, dass das so ist, das ist Fakt, das ist nachgewiesen. Was das bedeutet, das ist die Interpretationsfrage. Das kann jeder Wissenschaftler, der Lust hat, seinen Hut in den Ring zu werfen, nein, der bleibt auf, kann da eben mitreden und seine eigene Theorie dazu aufstellen. Das ist mal mehr, mal weniger professionell, aber ich bin hier auf YouTube, verdammt nochmal. Für YouTube bin ich hier einer der Professionellsten, die hier weit und breit rumrennen. So viel Lob muss auch mal sein, also Eigenlob. Jedenfalls, man kann es auch so auslegen, dass es sehr wohl nach Darwin geht. Der Wald erhält nämlich den Wald und ist damit fitter als die anderen Vegetationsformen, die in Konkurrenz zum Wald entstehen, stehen. Weil Waldbäume brauchen Waldbedingungen, um Nachwuchs produzieren zu können. Und darum geht es in der Natur in der Regel eigentlich primär. Nachwuchs produzieren. Macht ja auch Spaß. Jedenfalls ist das immer so das Zentrale, der zentrale Sinn des Lebens, den man am ehesten ausmachen kann. Vielleicht gibt es noch einen anderen. Da müsste man jetzt den Dalai Lama fragen. Der lacht dann immer und gibt irgendeine unglaublich weise Antwort, die einem nicht weiterhilft. Aber vielleicht ist der Sinn des Lebens eines Baumes, Nachwuchs zu produzieren. Und dann muss man jetzt natürlich wieder sehen, dass er durchaus auch einen Vorteil dadurch hat, wenn er jetzt andere Bäume, die um ihn rumstehen, unter Umständen supportet, weiterhin da stehen zu bleiben. Allein schon deswegen, damit keine Nicht-Wald-Vegetation wie ein riesiger Grasteppich aufkommt. Weil in so einem riesigen Grasteppich, über den können keine jungen Bäume kaum hochkommen. Das funktioniert nicht. Wer mal bei irgendeiner Baumpflanzaktion mitgemacht hat, der weiß, dass das unglaublich schwierig ist, in einem Brombeerdickicht, Grasteppich, irgendwie sowas, junge Bäume zu pflanzen. Das ist wahnsinnig viel Arbeit und säen kann man die da überhaupt nicht. Da wächst nichts. Wenn der Wald mal wirklich weg ist und dann ist eine alternative Vegetationsform da, dann kann das 100 Jahre auf natürlichem Wege dauern, bis der Wald mal wiederkommt. Der kommt wieder, das ist garantiert. Auf jeden Fall, solange sich die Klimabedingungen nicht nennenswert ändern, kommt der Wald wieder. Die Frage ist halt nur, wann? In menschlichen Zeiträumen gerechnet dauert das ewig. Wirtschaftlich also keine Alternative. Und wahrscheinlich haben unsere Bäume, die sich ja gerne reproduzieren, da auch kein Interesse dran, dass der Wald verschwindet. Weshalb es also durchaus meiner Meinung nach sein könnte, dass eben dieses Mitversorgen anderer, kleiner, schwächerer Bäume eben auch dem Erhalten der Waldstruktur gilt. Weil eben der Nachwuchs der Bäume einen Wald braucht, um als Waldbaum aufwachsen zu können. Sie tun also was für ihren Nachwuchs, indem sie das Ökosystem so lassen, wie sie es gewöhnt sind, indem sie sich dann gegenseitig allerdings durchaus wieder auch bedrängen. Das ist ja was, das ist kein Entweder-Oder. Es ist nicht so, dass die Bäume sich entweder gegenseitig alle supporten oder sich gegenseitig alle versuchen umzubringen. Das kann es durchaus beides parallel geben. Also es kann sein, dass der Baum eventuell jetzt sagt, dieses kleine Ding da, das ist irgendwie gut für mich, das supporte ich jetzt ein bisschen, damit da unten auch schön der Wald erhalten bleibt. Das Teil interessiert mich sowieso nicht. Was kratzt mich ein 3 Meter hoher Baum, wenn ich 40 Meter hoch bin? Der kann da ruhig stehen bleiben, der ist mir scheißegal. Der sorgt aber dafür, dass da unten genug Schatten ist, dass ich kein Gras entwickeln kann, aber meine Eicheln zum Beispiel keimen können und in diesen nicht zu wenig Schatten optimale Wuchsbedingungen haben. Und dafür ist dieser kleine Baum da unten ganz praktisch. Hingegen der da 3 Meter unter mir steht und das Potenzial hätte, über mich zu wachsen und mir dann Licht wegzunehmen, was ich selber brauche, damit ich noch mehr Eicheln produzieren kann und die da runterschmeißen, der geht mir natürlich gehörig gegen den Strich und gegen den wird dann mit den Möglichkeiten, die Bäume haben, um sich gegenseitig zu bashen, neudeutsch, auch entsprechend vorgegangen.
Also das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, das ich an dieser Stelle mal loswerden möchte. Es ist auch einfach unglaublich komplex, das System. Das kann man nicht so verallgemeinern, die Bäume haben sich lieb, die Bäume haben sich nicht lieb. Das ist viel zu simpel, viel zu simpel. Es ist in Wahrheit wahrscheinlich nochmal viel komplexer, als wir das überhaupt erfassen können mit unseren beschränkten Möglichkeiten, unserem Hirn. Gerade eben dieses Pilznetzwerk, das durch den ganzen Wald gehen kann, das kann kilometerweit weitergehen. Die Bäume können über enorme Distanzen potenziell, ist noch nicht so hundertprozentig erforscht, möglicherweise kommunizieren. Wer weiß, was die zueinander sagen, wer weiß, wie weit diese Kommunikation wirklich geht. Sie können teilweise auch durch in die Luft abgegebene Hormone irgendwelchen anderen Bäumen was mitteilen. In dieses ganze Kommunikationsnetzwerk kann sich zum Beispiel so ein Borkenkäfer einschalten, indem der da seine Aggregationspheromone dazwischen pustet. Das kommt dann alles irgendwie durcheinander. Diese gesamte waldinterne Kommunikation auf chemischer Basis, das ist, da wissen wir so viel. Das mag vielleicht noch so viel geben, was es da zu erforschen gibt. Vielleicht. Das wissen wir ja auch nicht. Das ist so ähnlich wie die elementare Frage, wie viele Arten gibt es eigentlich? Wie hoch ist die globale Biodiversität? Wissen wir auch nicht. Manche Arten sterben aus, bevor wir sie überhaupt entdeckt haben. Es könnte theoretisch sogar sein, dass sich irgendwo eine Art so neu bildet, dass sie dann aus 2 bis 3 bis 4, 5 Exemplaren besteht. Die sind kurz da, dann stellt die Evolution fest, ach nee, die sind ja kacke. Und dann sterben die wieder aus und dann sind sie weg. Und kein Mensch hat sie jemals mitbekommen. Wichtig ist bei der Artenfrage übrigens auch, was zum Geier ist überhaupt eine Art? Das ist eine reine Definitionsfrage, was wir als Art definieren. Ist ein schwarzes Pferd eine andere Art als ein weißes Pferd? Sagen wir jetzt, ist es nicht. Vielleicht ist es ja doch. Kommt drauf an, wie man das halt eben definiert. Es gibt da das Biospezies und das Morphospezies-Konzept. Das sind die beiden gängigen Artdefinitionen. Biospezies bedeutet, die sind in der Lage, miteinander, wenn man sie zusammenschmeißt, reproduktionsfähige Nachkommen zu produzieren. Also zum Beispiel Esel und Pferd geht nicht, weil das da rauskommt, ist ja steril. Das ist also, sind es ja zwei Arten und nicht dieselbe. Pferd und Pferd produziert Wochenpferd und das noch ein Pferd kann mit anderen Pferd dann wieder Pferd produzieren. Ist klar. Morphospezies-Konzept. Die Individuen einer Art, also zwei Taxa, nennen wir sie jetzt mal ganz, ganz, ganz hochoffiziell. Meinetwegen, was habe ich denn da hinter mir? Da zwei Douglasien da hinten. Die sehen gleich aus, also sind es beides Douglasien, also sind sie eine Art. Jetzt ist eine dieser Douglasien aber vielleicht gar nicht die grüne Douglasie, sondern die blaue Douglasie. Und dann sind sie doch nicht von einer Art, weil sie miteinander eventuell überhaupt keine Nachkommen zeugen können. Und gerade bei Pflanzen ist das unglaublich schwierig, auch das Biospezies-Prinzip anzuwenden, weil die teilweise Bastarde bilden können. Oder eben Unterarten, Hybride, die dann trotzdem nochmal fruchtbar sind. Ein Bastard im Pflanzenreich ist in der Regel, ich glaube sogar eigentlich ist es so definiert, nicht fruchtbar. Also der kann sich dann wieder nicht weiter fortpflanzen. Also eine Eichenbuche gibt's nicht, aber theoretisch. Sowas wäre dann ein Bastard. Also es ist unglaublich kompliziert. Es ist auch einfach wirklich nicht. Wir versuchen mit unseren beschränkten Möglichkeiten, die unser Gehirn bietet, unsere Weltvorstellung, unser dreidimensionaler Raum, in dem wir uns Dinge irgendwie vorstellen können, ausdrücken können. Manche Mathematiker mögen vielleicht vierdimensional denken können, ich kann es nicht. Innerhalb dieser beschränkten Wahrnehmung der Wirklichkeit müssen wir halt irgendwie das reinzwängen, was wir erklären wollen, was wir erkennen wollen. Erkenntnistheorie, oh, jetzt komme ich vom Hundertsten ins Tausendstel. Ganz wichtig in der Wissenschaft, die gute alte Erkenntnistheorie. René Descartes, falls den jemand kennt. Cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. Der hat sich mal irgendwo hingehockt und lange rumphilosophiert, was kann man überhaupt wissen? Was ist die Wirklichkeit? Worum geht's überhaupt? Und das, was ich wahrnehme, existiert das überhaupt oder bilde ich mir das alles bloß ein? Und irgendwann ist er dann zu dem Schluss gekommen, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, ich bin da ja kein Experte, ich bin ja bloß ein verdammter Waldfuzzi und kein Philosoph, aber sein Ergebnis war letztendlich, dass das, was er denkt, offensichtlich das ist, was immer irgendwie vorhanden ist. Wenn er alles andere wegdenkt, dann denkt er immer noch. Und deshalb ist dieses Denken das Essentiellste, was er gefunden hat.
Und deshalb ist er, weil er denkt. Wer denkt, ist also. Demzufolge, da ein Baum ist, müsste ein Baum eigentlich auch denken. Das ist jetzt meine Schlussfolgerung und nicht die von René Descartes. Da gibt es auch noch diverse andere lustige Leute in dieser Erkenntnistheorie. Zum Beispiel auch der Herr Schinken, Bacon. Der ist auch wichtig, den könnt ihr mal googeln. Francis Bacon heißt er, glaube ich. Ja, ich glaube. So, mir wird langsam kalt. Es ist auch nicht mehr so lange Licht. Ich würde vorschlagen, ihr geht in den Wald. Und guckt mal, was ihr da so als Erkenntnis mitnehmen könnt und könnt euch dann eure eigene Walderkenntnistheorie zusammenschustern. Und dann geht ihr an irgendeine Uni und haltet dazu einen Vortrag und werdet rausgeschmissen. Würde mir aber auch so gehen, also für dieses Video. Definitiv, da hätte mir jetzt keiner zugehört. Aber ich bin ja nicht an der Uni, sondern dankenswerterweise nur auf YouTube, das macht die Sache in vielen Bereichen sehr angenehm. Ich kann da, übrigens, falls derjenige zuguckt, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, wer den Kommentar da gelassen hat, dass ich der Harald Lesch des Waldes wäre. Danke. Das ist wirklich mal ein Lob. Also das geht mir runter wie Öl. Ich gucke den auch sehr gerne. Und das ist toll. Also an dieser Stelle wirklich herzlichen Dank nochmal, falls du zuguckst. Ich wollte Schluss machen. Mach's kurz, macht's gut, es ist sowieso lang genug geworden. Ich gehe nach Hause.